To breathe new life into each day. To keep the beast at bay. And let that day unfold. So that my heart will never feel the cold. Der Landstrich unter uns heißt wörtlich übersetzt trockenes, großes, flaches Land. In weniger Minuten von Mond zu blühenden Landschaften. Das gibt's nur auf Kreta. Unweit vom Xero Campus erwartet uns ein prächtig blühender, farbenfroher Blumenstrauß, durch den man regelrecht laufen kann. Sine aqua, non est vita. Nicht nur eine lauschige Oase der Ruhe, nein, auch Ursprung des vornehmsten Elementes. Während die Landschaft in der regenärmsten und heißesten Region rund um die östlichste Ortschaft Cato Sacros wüst, karg und trocken anmutet, entspringt wenige Minuten von der beschaulichen Platia die kräftigste Quelle Ostkretas. Im urgemütlichen Kaffeehaus Neromilos entbrannten lebhafte Diskussionen auf die Frage, wie viele Kubikmeter denn stündlich aus dem Berg sprudeln. In der traditionellen Taverne zur Wassermühle, die im ersten Stock ein liebevoll hergerichtetes Museum betreibt, wurde nicht nur unser Wissensdurst gestillt. Panayotis füllte unsere Kraftreserven mit einem Breakfast for Champions. Gestärkt geht es in die berühmt-berüchtigte Gorge of the Death. Es gibt noch viel zu entdecken. Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Willkommen in der Schlucht der Toten. Keine Angst,
Es ist lediglich der Name, der Furcht einflößt. Lässt man die Insel der Aphrodite außen vor, begeht man hier das letzte Stück des europäischen Fernwanderweges. Eher gemach und gemütlich geht es in den ehrfurchtsgebietenden Schluchten circa 200 Meter hinab. Und genau da wären wir beim Stichwort. Nahezu unheimlich wird es einem bei dem Gedanken, wie das Volk der Minor ihre Toten in den Höhlen der Seitenwände beisetzten. Und zu guter Letzt, die Mühen der Wanderung werden in der Taverne Claros belohnt. Philoxenia auf Schottisch. Christina empfängt jeden Gast mit ganz, ganz viel Warmth und Gastfreundschaft. Galli Orixi.